Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Meeting 2.de Prios. Ja, der nächste How to Level 100 Part oder Road to Level 100. How to, ja, macht natürlich sehr viel Sinn. Ne, wir werden jetzt zum ersten Mal auf die 95er Map gehen und ja, gehen wir da mal rein, ne? Bla bla bla. Ja, natürlich. Geist der Erde. Dann machen wir es mal so. Auch zu viele Sachen bei. Gott, warum habe ich sowas denn mit hier? Schwarzwildanzug plus 7. Hier auch mal. Chaos im Wald, bla bla. Ich nehme das eben noch bei Dyran an. Und jetzt müssten wir eigentlich reinkommen, oder? Ja. Wir kommen rein. Und jetzt müssen wir mal hier den Baumtypen suchen. Das mache ich mal offscreen, weil das ein bisschen länger dauern kann. Und ich muss dann auch nach Dyran nach da laufen. Also bis gleich. So, da sind wir hier bei diesem Baumtypen. Ich hoffe mal, der natzt uns jetzt nicht so richtig weg. Oh, das schaut aber ein bisschen. Also runter geht der locker, locker. Ah jo. Da können wir durchgehen. Machen wir am besten ein bisschen flotter. Mit Dyran auch direkt mal hinterher. So. Und da sind wir jetzt. Zum ersten Mal auf DE auf den neuen Maps. Nice. Okay, also was noch wichtig ist, ist, dass wenn ihr hier drauf seid auf den neuen Maps und dann irgendwie 10 Minuten in Scharwechsel geht oder so, müsst ihr nochmal komplett neu hinlaufen und nochmal den Baumtypen suchen und so weiter. Ich meine, das war jetzt gerade ganz okay, aber das könnte ein bisschen länger dauern, wenn man ein bisschen Pech hat. Aber, ja, das hat jetzt gerade ganz gut geklappt. Ich mache mal mit Darren eine Gruppe. Denn, ich level jetzt noch nicht so richtig Vasopilami. Klar, der kriegt halt ein paar XP mit. Aber ich möchte erstmal Darren auf 100 leveln. Damit ich dann Vasopilami so richtig auf 100 ziehen kann. Und ja, Darren dann gleich mit. Ich würde sagen, da ist direkt ein Mädchenstein, das ist nice. Ja, wir testen einfach mal so einen Stein. Gucken, wie viel Erfahrung bekommt man. Ja. Wo ist Darren? Da ist er. Gut, dann hauen wir doch einfach mal so einen Stein. Und gucken wir mal, wie wir den aushalten. Ah, ich bin gerade. Wow. Ich bin gerade noch auf dem Löwen. Ja komm, hauen wir einfach mal auf den. Ah, scheiß drauf, Keiler. So. Machen wir das einfach mal. Und Darren wird angegriffen. Du Sauhund hier. Also ich habe jetzt ein bisschen die Kostüme auch geswitcht und so auf Magidev. Und ja. Weil hier die Mobs bringen halt Magieangriff mit sich. Und ja, deswegen hauen wir doch einfach mal hier drauf. Darren stelle ich hier so daneben. So. Okay, Karte. Ja, das ist ja schon mal. Ja. Also bisher sind die noch ziemlich einfach hier, die Steine. Das muss man so sagen. Keine Ahnung. Sind das überhaupt die richtigen? Mädchen der Baumwesen. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Fast 0,2. Ja, so ziemlich 0,2. Stimmt. Ich frage mal eben den Hacke, ob das überhaupt die richtigen Dinger sind. Weil wenn nicht, dann wäre das ja ein bisschen
Fail gerade. Wir machen das einfach mal. Ich mache einen Cut, ansonsten sehen wir uns gleich beim nächsten Meeting wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Meeting der Baumwesen ist richtig. Und ich habe jetzt auch bei Devin mal einen XP-Ring geholt. Das ist das falsche Ding. Ja komm, scheiß drauf, machen wir einfach mal hier drauf. Ja. Komm, machen wir hier mal Alchemie ein bisschen mit an. Machen wir ein bisschen mehr Damage. Ah, okay. Die Viecher drumrum, die hauen dann schon ein bisschen rein. Das könnte ein bisschen nervig werden. Oh ja, oh ja, oh ja. Doch nicht so easy, wie ich dachte. Aber schon easy. Na stimmt, ich habe gerade auch noch nicht Rüstung an. Aber wir hauen einfach mal. Ah, der Wurm wird mit angegriffen. Das wird, glaube ich, ein bisschen nervig werden mit der Zeit. Wow. Alter, guckt euch mal die TP an. Die TP-Leiste. schauen wir mal hier. 0,5 haben wir schon. 0,55. Und dann ein Mädchen nach dem anderen. Ja, das könnte... scheiß Dinger da. Halt nichts aus, aber machen gut Damage, ne? Das ist... ja. Das könnte ein bisschen kritisch werden. Vielleicht muss man die auch immer wegpullen oder so. Wir machen auf jeden Fall nur ein Mädchen zusammen, da hinten den. Und ja, danach schauen wir mal. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir hauen jetzt noch hier den einen Stein zusammen. So, habe ich, ja, habe ich alles draußen. Ein Pad und so. Ich habe eben gesehen, ich hatte auch noch gar keinen Armor dann. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen Fail. Aber hey, was soll it? Okay, Karten scheint man hier auch ganz gut zu droppen. Ich habe verdammt viele Okay-Karten-Sets gefarmt. Also, der Livestream kann kommen. Ich hoffe, dass ich es mal hinbekomme mit OBS. Ich habe da momentan so ein paar Probleme. Ja, also, mein Fazit ist auf jeden Fall, die Steine sind mega easy. Die Dryaden hier, Entei-Dryaden oder Druide, sind verdammt Arsch. Die drücken verdammt viel Damage. Ich weiß nicht, bringt da irgendwie Erdwiderstand oder sowas dabei was? Ich weiß es nicht. Aber da hinten ist noch ein Stein und da scheint wenig los zu sein. Komm, gehen wir da noch flott hin. So, die Nahkämpfe und so, die drücken zwar auch Damage, aber wenn ich dann, ja, quasi kämpfe. Da ist es eingebackt. Nee. Geht klar. Da hinten muss ich mit Devin hin. So. Dann könnte ich eigentlich auch mal mit Vasum BDA reinhauen. Die habe ich mal von Velpis und so bekommen. Naja. Ist ganz okay. Ja, hier, wir haben ohne XP Sachen 0,8 jetzt. Das ist schon ganz nice. Muss man auf jeden Fall sagen. Und so lange sind wir ja auch noch gar nicht hier, ne? Oh, die scheiß Druiden. Ich glaube, die werden gleich so ein Damage drücken, wenn ich nichts mehr an Nahkämpfern da habe. Ach, die waren alle vom Medien. Das ist natürlich nice. Ja gut, dann habt ihr so einen ersten Eindruck hier von den neuen Maps. Muss man irgendwie gucken. Also irgendwie muss ich das mit Darren besser regeln, dass er nicht die ganze Zeit stirbt und so. Und ja, ich würde sagen, dann war es das für diesen ersten Part hier auf den neuen Maps. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne bewerten, gerne einen Kommentar schreiben. Und wenn ihr mehr von den Maps sehen wollt, dann einen Daumen nach oben. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.